bin ich wieder. Maika Branders mit der Story der beiden einsamen Seelen. Sie sind ja schon ein Stück vorangekommen. Sie setzen sich mit ihrer neuen Situation auseinander und versuchen das Beste daraus zu machen. Sie schmieden Pläne für die Zukunft und überlegen, wie sie entkommen können. Mal sehen, was sie dieses Mal anstellen. Ach, für Zement brauchen wir auch Mörser und Stößel. Mörser und Stößel steht im Haus. Mörser und Stößel, ah. Der ist überein gleich links. Ist ja wirklich kompliziert hier. Ja, man kann einiges machen. Und die ganzen Rezepten und sowas. Oh. So, hell okay, wenn du auch hilfreiche Tipps hast, die nehmen wir gern an. Wir versuchen hier gerade erstmal so ein bisschen durch dieses Spiel zu kommen und kann ja kurz zeigen hier, das haben wir so ein bisschen bisher aufgebaut. Das ist noch nicht viel, aber wir wollen ja hier bloß leicht Sachen erstmal aufbauen, uns ein bisschen entwickeln und dann wahrscheinlich sowieso nochmal in einen anderen Ort wandern. Wo wir genau hinwandern, weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns dann in. Mal gucken. Jetzt regnet es gerade. Ich fühle mich irgendwie total nass. Ich guck mal nach oben. Jetzt fällt's euch allen ins Gesicht. So. Da fühlt ihr euch auch nass. Oh, ich fühle mich total erfrischt. Die sind alle so nass. Hier ist noch ein anderer Fliegi, der herumlatscht. Ach so? Hast du noch eine Bola? Nee. Kann ich ihn herstellen? Kann ich das? Ich schau mal kurz. Bola. Ich kann ihn herstellen. Ich bestell gerade schon her. Gut. Knüppel hast du hier auch, weil ich hatte nämlich keinen Knüppel. Dann nehmen wir das. Ich lege hier schon mal noch ein paar Beeren rein. Knüppel und dann hau ich auf den ein. Ich habe schon mal Fleisch aus dem Futterdruck genommen für den. Der ist aber schön gemustert, der sieht toll aus. Ja, ein schönes Muster. So. So, ich leg gleich was rein, ne? Ja, mach das. So. Fleisch. Und ich leg noch schon mal ein paar von den Narkobären rein, dass wir den schnell betäuben können, falls was ist. Ja. Genau. Okay. In den roten Wald. Dort sollten wir anfangs nicht. Was ist denn der rote Wald? Sieht man den auf der Karte? Wahrscheinlich nicht, also die sind hier noch nicht großartig gelaufen. Der Rote Wald, ist es das so halbwegs im Zentrum der Karte? Also ich hatte ein bisschen was versucht vorher nochmal zu lesen über die Island. Knurr mich nicht an. Ich will hier was erzählen. War aber schon fertig, so. Ja, ungefähr, gut, dann... Weil das ist ja, glaube ich, dort so ein bisschen stärkere Gegner. Also fast so die Elite erwartet uns dort. Ach, hey. Ich bin jetzt schon überfordert. Deswegen, da müssen wir noch ein bisschen was aufbauen. Ziel ist es ja eigentlich auch erstmal so ein bisschen Richtung die Steinmauern und sowas zu kommen, Steinfundamente, weil ich nämlich gern so einen Triceratops zähmen würde. Schaust du hinten beim Terrano danach? Oder soll ich dann mal gehen? Der war gerade noch bewusstlos. Gut. Und liegt halt so dort rum. Oh, ein Baumhaus. Das klingt interessant. Hm. Ja, wir wollen ja auch irgendwann hier, wie schon gesagt, hier den Bereich auch verlassen. Aktuell ist wirklich bloß erstmal so ein bisschen den Anfang, ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Die ersten Tiere zähmen, um erst dann mal überhaupt reinkommen. Jetzt lege ich mal noch ein bisschen was hier rein. Irgendwie tue ich mich bei dem Spiel ein bisschen sehr schwer. Hallo Triceratops. Da dürfen wir unsere Dinos dann aber nicht mitnehmen, wenn wir den zähmen wollen. Na, das dürfen wir nicht, weil das... Aber er fühlt sich anscheinend schon zu Hause bei uns.
So, man soll doch die richtige Taste drücken, dann funktioniert's. Dort gibt's Tiger! Auch Hyänen? Genau, sind diese Hyänen, also Hyänodons oder wie die heißen. Also auf die bin ich richtig scharf. Ganz ehrlich. Ich würde ja lieber so ein Spinomat zähmen, aber das, ja. Bis wir so weit sind. Aber Tiger, die ihn anspringen und boom. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein Stück bis dahin. Also gut, wir könnten jetzt auch schon hingehen, aber es lohnt sich nicht. Also vielleicht für euch, aber ganz so einfach sterben wollte ich eigentlich auch nicht. So, ich gebe dir mal noch ein paar Beeren. Hier haben wir Feuerstein. Stein. So, haben wir das noch ein bisschen zerdeppert. Haben wir eigentlich noch Holz? Ich habe jetzt gerade nichts im Inventar. Ich sammle mal noch kurz ein bisschen Holz und bring's gleich mal mit. Ich habe dem erstmal noch ein paar noch große Beeren gegeben. Oh, ich leite ihn gerade auf dem Flügel rum. Du bist ja frech. Nicht sonderlich fürsorglich, ne? Du solltest dich eigentlich um den kümmern. Ja, ich mach doch. Ich muss mich dann noch ums Kind kümmern. Ja. Aktuell schläft sie. Aber sie hat sich sicherlich wieder ausgepackt, unsere Kleine. Tyla Akoleo sind die. Hier nur dann hier vielleicht beim Vulkan. Ja, dass die fast unnütz sind. Ich glaube, die können wir eigentlich hauptsächlich ein bisschen, dass die was tragen können. Aber ich bin ehrlich gesagt so Fan von Hyänen. Deswegen will ich da schon gern was haben. Das ist einfach... Das ist ein Muss. Das gehört dazu. Aber die kann man, glaube ich, auch nicht bewusstlos schlagen und zähmen, wenn ich mich so richtig darüber informiert habe. Die sind da ein kleines bisschen komplexer. Ist eigentlich genug Feuer noch hier drin? Feuer, Holz? Sollte. 17. Bisschen was? Ich leg mal noch 60 drauf. Ich habe gerade gesammelt, das lege ich drauf. Die Fasern habe ich jetzt weg, weil wir haben ja noch genug. Ja. Und die sind schnell wieder gesammelt. Also fallen lassen ist. Oh, das machen wir noch mit Tasten hier. Na oh. 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 Da schmeißt du die Pakete rum. Das sieht aus. Oh. Oh. Warum schmeißt du die denn jetzt direkt vor unsere Haustür? Ist das doof? Dann nehme ich die wieder mit. Genau. Entsorg der Müll woanders. So, hier und... Oh, 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 oh. Ins Wasser. Das Zeug kann schwimmen. Macht nicht. Ja genau, also wenn ich jetzt so richtig informiert bin, da baut man ja so wie so ein zweistöckiges Gebäude, unten, dass man reinlaufen kann, sich reinschleichen kann und oben mit Fallgruben. Und man muss diese Hyänodone oder wie auch immer der Plural von denen ist, mit einem Flugtier packen und dann dort reinsetzen. Diese muss man dann so füttern, dass die nicht sehen, dass man sie füttert und das ein paar Mal machen, bis sie gezähmt sind. Ich hoffe, das war jetzt so ungefähr der richtige Weg. Ich hab die als Haustiere, die hier hin und uns. Oh. Knurr mal nicht ganz so laut. Oh. Nicht, dass noch angelockt werden. Ich habe gerade meinen Knurren selber nochmal gehört, weil wir lassen den Stream ja auch ein bisschen mitlaufen, dass ich selber mitkriege, ob alles so vom Ton her funktioniert ein bisschen. Das Knurren fand ich klang geil. Ist ja halt von dir, ne? Und auch an alle Zuschauer, die mich noch nicht so lang kennen. Oh, wen haben wir denn? Oh, vielen Dank, LOK, für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Ich wollte gerade eben erzählen, alle, die mich noch nicht so lange kennen, ich bin nicht nur bei Twitch zu finden, man gibt mich. Mich gibt es auch auf YouTube. Dort habe ich auch einen Kanal. Der wird auch manchmal von meinem Stream Elements Bot im Chat gepostet. Also da kommen auch
Täglich Videos, täglich 18 Uhr kommt dort ein neues Video. Aktuell kein Arc, weil Arc ist jetzt hier ein Live-Projekt, was wir hier jetzt mal so ein bisschen machen. Auf meinem Kanal gibt es aktuell zu sehen Diablo 2 Resurrected, Greedfall und The Elder Scrolls Online. So. Und wenn bei Diablo 2 Resurrected der Gegner Duriel, also der Endgegner des zweiten Aktes, gefallen ist, wird auch vorübergehend mal für ein paar Folgen ein anderes Projekt kommen. Das habe ich schon mal so gedacht, dass mal ein kleines bisschen Abwechslung reinzubringen. Und mal sehen, wie das Projekt ankommt. Und dann überlege ich mir, ob ich davon vielleicht auch mal noch mehr bringen werde. Jetzt legen wir erstmal noch ein paar Bären weg, die ich hier gerade so gesammelt habe. Die Fasern schmeiße ich ins Meer. Ja. Die Kisten verschwinden ja sowieso mit der Zeit. So, und das hau ich auch weg, das hau ich weg. Du kannst dir schon mal einen Namen überlegen. Einen Namen, ne? Einen Namen soll ich überlegen? Ja, ist nämlich schon gleich soweit. Habt ihr eine Idee für einen Namen für den Pteranodon? Der schläft wie unsere Kleine. Auf dem Bauch. Auf dem Bauch. Alles von sich gestrickt. Also wenn ihr eine schöne Idee habt, nur raus damit. Wir sind offen dafür. So habt ihr die Möglichkeit, auch Anteil an der ganzen Geschichte zu haben. Peter Parker. Das klingt jetzt vielleicht blöd. War das Spider-Man? Ich bin jetzt nicht ganz so bewandert auf diesem Gebiet. Oh, super getroffen. Oh, wir können den ja Peter Parker nennen, ne? Der heißt Peter Parker. Da weiß ich nicht, wer das ist. Das weiß ich auch nicht. Also der Name sagt mir gar nichts. Kannst du gern mal kurz schreiben, wer oder was das ist, oder ob das jetzt einfach bloß etwas Erfundenes ist? Da. So. Peter. Bin ich zu weit weg? Ah ne, das ist jetzt so. Parker. Geh mal nicht weiter weg, nicht, dass es dich wegzieht. Annehmen. So, Peter Parker, komm mit. Haben wir jetzt schon mal den zweiten. Och, kaputt gegangen. Reparieren. Falsche Taste. So, ach ja. Seid ihr gerade hier am Weg? Och, der eine kuschelt mit den drei Hunden. Und auch für die, die es noch nicht wissen, Streamingzeiten bei mir, uns oder wie auch immer. Bisher streamen wir zusammen. Kann auch mal sein, dass ich vielleicht auch mal alleine streamen werde. Das werden wir dann sehen. Sind immer dienstags und samstags, immer so gegen 19 Uhr geht's los. Geplant sind, sagen wir mal, so 2-3 Stunden. Wir sind ja diesmal schon wieder bei 2,5 Stunden angekommen. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Wahnsinn. Okay, also bei Harry Potter sind wir komplett raus. Aus Harry Potter kretzelt die kleine Maus von Ron. Okay. Ja, Harry Potter, da bin auch ich raus. Komplett. Ja. Ich habe mit dem Feuerkelch nichts am Hut. Hammer. Ich habe weder die Bücher gelesen noch die Filme gesehen. Ich gehe hier auf Nahkampfschaden. Ich habe 44 Punkte. Ich bin jetzt bei Stufe 19 angekommen. Ein Holzstuhl, Holzwandschild, Holzbank, Holztisch, Holztafel, Bücherregal. Du machst eindeutig mehr als ich. Ich bin gerade bei Stufe 17. Ein großes, weil ich die ganze Zeit ein Ding einfach fälle, einsammle oder sonst was. Bringt ja alles Erfahrungspunkte. Und dann schmeiße ich die Sachen wieder raus, wenn wir sie nicht brauchen. Mehr mache ich ja gerade eigentlich nicht. Ne, ich kümmere mich um die Dinos. Und du darfst ja doch auch. Aber ich denke, warum wir kaum noch Bäume sind. Damit du Platz machst, um das Gehege für den Triceratops zu machen? Ja, das können wir auch mit so zählen, ja.
Die sind weg. Wer ist hier vorne? Aber ich glaube, Ron ist doch der beste Freund von Harry Potter, oder? Und ich kann sagen, dass der hat wahrscheinlich die Maus, ne? Der Rotschopf ist das, glaube ich. So, der Stein ist weg. Die Frau, die du da hörst, das ist Maxi Chaotic. Und das ist meine Frau. Die gebe ich nicht her. Gib mich nicht her. Ja, das ist so ein gemeinsames Hobby, was wir haben. Zocken. Und ich nötige sie dazu, auch neue Spiele zu testen. Wie zum Beispiel Ark. Ja. Obwohl sie teilweise völlig überfordert ist mit dem Spiel, aber sie versucht es. Sie gibt ihr Bestes. Sie ist stets bemüht. Wird jetzt im Führungszeugnis stehen. Ich gebe mir auch stets Mühe, aber manchmal mache ich auch ganz schön viel Blödsinn. Ja, das ist. Oh, hier vorne ist ein Baum gewachsen. Boah, geht da mal gar nicht. Ist aber schnell gewachsen. So wie Asterix, wie Asterix und Obelix, ja so. Ja! Es geht gar nicht. Machst du mit? Bist du auch hier? Also hier, geht gar nicht. Von beiden Seiten. Wir zeigen dir, wo die Äste hängen. So, tschüss. Hallo, Peter Parker. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich auch demnächst erstmal ein bisschen Ark weiter streamen. Außer wir haben Lust, mal wieder was anderes zu machen. Oder es geht mal wieder nicht. Wir hatten jetzt am Samstag ja technische Probleme. Was wir auch schon gestreamt haben, das ist Golf with Your Friends. Also, Hello Kay, falls du dieses Spiel kennst und auch spielst, dann bist du dazu auch herzlich mal eingeladen. Ich habe ja noch ein bisschen Holz, aber das kann ich eigentlich auch direkt ins Lagerfeuer schmeißen, oder? Du ist da eigentlich noch Fleisch Holz, drin? Du da ist noch Fleisch drin, jo. Holz. Da ist dann noch Fleisch drin. Ich nehme mal die 33 Fleisch mit. Mach das. Der ist ein Dodo. Komme ich jetzt überhaupt noch an den ran oder bin ich schon wieder zu weit weg von dir? Wo bist du denn hingerannt? Ich komme einfach mal wieder ein Stück entgegen. Hoffe ich, dass. Oder du bist jetzt gerade in eine Richtung gelaufen. Also, ich konnte jetzt echt nicht widerstehen. Ich musste den Dodo jetzt einfach mal zähmen. Sie hat einen Dodo gezähmt. Jetzt steht der Brachiosaurus da drüben und wird nass. Ich werde auch nass, aber ich passe auf meinen kleinen Dodo auf. Ist es denn ein weiblicher? Na, ist ja auch rosa. Kriegt man diesen Stein hier eigentlich auch kaputt? Rosalie. Nee, den kriege ich anscheinend nicht. Komm. Ja, sie bekommt auch Erfahrungspunkte. Das stimmt, wenn sie in meiner Nähe ist und ich was abbaue. Ja, weil ich wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Ich bekomme ja auch Erfahrungspunkte, wenn sie was macht. Steht noch nicht so oft da. War ein Scherz. Du kannst ja das Spiel spielen, wie du das willst. Mache ich auch. Ich habe ein Dodo mitgebracht. Ich komme jetzt mit der Spitzhacke. Menno. Nee, mache ich nicht. Kleiner Dodo. Du hast es selber gesagt, die zähmen wir als Futter. Ja, die schmeißen wir dann mal dem Spino hin oder so. Und den schmeißt man in den Futtertrog. Durch jene. Hast du gehört, du kommst dann mal in den Futtertrog. Ist doch kein Wurm. Stimmt, es ist ein Dodo. Oh, ein Dodo. Ich sammle einfach nur ein. Schon wieder dunkel. Ja, aber wir können die Fackeln dann anmachen. Ich hatte da auch Holz reingelegt. Machen wir sie mal an, ne? Mach das. Und hier haben wir Fackeln platziert. Damit unsere Tierchen. Ach, wir hier.
die Fackel ran. Fackel. Jetzt. Hier ist noch eine Fackel. Da ist noch eine Fackel. Stehen sie alle hier ringsrum? Eine fehlt noch. Waren doch fünf. Hatte ich nicht fünf platziert? Ja, hier habe ich die hier vergessen. Ach dort, nee, ich hab's nicht, ich hab die einfach nicht gesehen. Ja, ich habe vor uns die da hinten nicht gesehen. Ja, kommen wir noch ein paar Beeren rein. Damit ja genug. Fleisch, hast du noch Fleisch? Da legen wir so 10 Fleisch im Futtertrog. Aber die haben wir wahrscheinlich selber noch Fleisch in ihrem Inventar, ne? Ja. Ich habe noch ein bisschen Chitin, das lege ich mal in die Kiste, zu dem anderen. Ich habe Haufen gebratenes Fleisch, brauchst du was? Ich habe noch Fisch. Nee, ich habe gebratenes Fleisch, 33 Stück, also ich habe auch jede Menge. Also ich habe 36 und 47, mir war gar nicht bewusst, dass ich so viel habe. Ja, du solltest auch nicht so viel Fleisch herstellen, du kannst es auch vergammeln lassen. Ja, es vergammelt doch auch. Ein vergammeltes Fleisch brauche ich nämlich. Ach so? Vergammeltes Fleisch und die Narkosebeeren kann man zu Narkosemittel machen. Deswegen habe ich mir auch diesen Mörser-Ding mit zugelegt. Na, ich tue das verdorbene Zeug immer in die Kiste. Aber da ich aktuell, weil ich werde dann irgendwann die Bezeugungspfeile haben, aber das dauert alles noch ein Stück bis dahin, weil ich ja vorher erstmal dieses Steinkonstrukt bauen muss oder möchte, weil sonst wird das mit dem Triceratops eine Herausforderung. Aber zumindest scheint der sich ja schon wie zu Hause zu fühlen. Dort. Ja, er frisst wahrscheinlich auch schon hier. Ja, deswegen. So, wo stehst du jetzt gerade? Bist du noch hier im Haus oder? Ich stehe neben dir. Kann man sich in Ark eigentlich auch rasieren oder eine andere Frisur dann zulegen? Weil es wächst ja alles. Du hast ja jetzt Bart. Ich hab Bart? Ja, du hast Bart. Kann man mich irgendwie von vorne sehen? Gibt's dazu auch eine Taste? Will mich von vorne sehen. Taste bitte. Ich kenn mich mit der Steuerung nicht aus. Und wenn du einfach... Ach, es gibt Inventar? Eine Schere, stimmt, eine Schere. Die habe ich gesehen. So. Aber Inventar stimmt, da kann ich mich auch sehen. K. Ah, K. K wie kürzen. Und die Schere, die hatte ich gesehen. Die war, glaube ich, neben den Betäubungspfeilen. Ach so. Auf der 21 oder sowas. Hier, ist nämlich eine Schere abgebildet. Ach so, okay. Mich hat es schon gewundert, wozu braucht man eine Schere in dem Spiel? Ah, jetzt ist es klar. Und dann gibt es nämlich auch Wandfackeln. Cool. Was ist das schon wieder wie verrückt? So, ich gehe mal wieder in den Ego. Ich gehe voll auf Ego heute. Dann bin ich viel intensiver im Spiel. So, nehmen wir die Spitzhacke und dann machen wir einfach weiter. Ach, das. Wo ist der Baum hin? Oh, der ist auch schon weg. Einfach noch ein bisschen. Also ich fäll hier eigentlich nur, um Erfahrungspunkte zu sammeln. So ein bisschen das Ziel. Mehr will ich hier gerade gar nicht machen. Ich laufe einfach nur und gucke mich um, ob hier noch was Interessantes ist. Und es wird immer dunkler und dunkler. Dann sind wir schon wieder in der nächsten Nacht und ich bin überladen. Aber das ist kein Problem, das ist kein Problem. Raus, 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 raus. Essen. So, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Ich habe alles rausgeschmissen. Du bist irgendwo hier oben wahrscheinlich? Ich bin im Dodo hinterhergerannt und habe ihn gekillt. Okay. Für Erfahrungspunkte am besten Wände herstellen oder sowas. Ach so. Vielen Dank für den Hinweis. Dann sollte ich dann doch mal... Und wahrscheinlich je besser die Wände, umso mehr Erfahrungspunkte. Könnte das stimmen? Kochtopf gibt am meisten. Ich nehme jetzt einfach mal Kochtopf. Kann ich den schon herstellen? Wo ist er denn? Wo ist denn der Kochtopf? Ah, den... Kann man den hier gar nicht herstellen? Braucht man dazu ein anderes? Wie, ah ne, hier ist er doch. Augen auf, meistens anders.
Brauch Stein. Wenn ich mit der Axt, dann kriege ich mehr Stein als... Oh, da kommt Licht. Sehr schön. Damit ich wenigstens auch zu irgendwas zu gebrauchen bin. Und du kriegst Erfahrungspunkte, wenn ich arbeite. Ich habe jetzt Level 8. Ja, das stimmt. Holzwände brauchen viel Material. Ich bin jetzt wieder völlig überladen, aber ich kann jetzt einmal kurz so ein Koch... Gibt sogar ein schwaches Heilmittel. So, einmal Kochtopf herstellen. Für das schwache Heilmittel braucht man Blut, Ekel, Blut oder Hörner. Seltene Blume und seltene Blut. Und direkt ein Level abgekriegt. Den Kochtopf, den platziere ich jetzt so erstmal im Gebäude. Kommst du mit? Wie bitte? Kommst du mit? Ich will den Kochtopf wenigstens noch im Gebäude platzieren. Wenn ich schon immer, wenn wir schon mal einen haben, dann setzt man den gleich mal hin. Okay. Kann man daran Suppe kochen? So. Mal sehen, was wir da einstellen. Auch mit Haus, denke ich mal, ne? Maus steht doch bestimmt schön. Wir haben hier noch eine Ecke. Oh, ein ganz schön großes Ding. Da. Sieht schön aus. Das stimmt. Was kann man damit machen? Muss Brennstoff enthalten, um eine Feuer zu entfachen. Füge verschiedene Nahrungsmittel und ein Rezept hinzu, um gutes Essen zu kochen. Ach so. Also müsste man hier Rezepte hinzufügen. Aber ich habe ein Level Up. Das ist ja das, was ich wollte. Werde jetzt hier nochmal aufs Gewicht gehen, damit ich noch mehr tragen kann. Und habe jetzt bereits Stufe 20 erreicht. Schmelzofen, Werkbank. Füge hier einen Bauplan und benötigte Materialien hinzu. Also man kann auch an der Werkbank noch diverse Dinge bauen. Mhm. Metallspitzhacke mit Metallaxt und Eco-Sattel. Farbe kann man dort herstellen und welche von den Heiltränken dazu? Achso, für Farbe ist das. Hm? Manche Beeren kannst du, da steht dann da für rote Farbe, gelbe Farbe, blaue Farbe. Stimmt, da kann man dann auch die Wände und sowas bemalen. Kann man das alles noch schön farbig machen. Dazu hat nämlich Your Let's Play auch ein schönes Video gemacht, so ein bisschen was gemalt. Rosalia ist der Dodo. Ja, weil er so rosa ist. Ach so. Dann versuchen wir das Ganze jetzt mal Wände, ne? Wände herstellen. Denkt ihr auch an drei Haselnüsse für Aschenbrödel, wenn ihr Rosalie hört? Ach so? Ich nicht. Das ist die Eule? Ja. Und dann... Aber er auch gut getroffen, ist wie Peter Parker. Ich werde jetzt mal viele Fasern und dann hole ich mir noch ein bisschen Holz. Also auf Lost Island, da war ich ja auch mal. Hab dort ein bisschen was gemacht, aber ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze hier mal auf die Island. Das war, glaube ich, die allererste Karte von Ark. Und da fangen wir da direkt mal hier an. Meine Flagge ist kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Weil es fehlt Stein. Ich kann meine glücklicherweise reparieren. So. Jetzt holen wir noch ein bisschen Holz. Hier ist noch der andere Baum, den ich haben wollte. Und jetzt müsste ich ja wieder ein paar Wände herstellen können. Hier mal kurz so klein gucken, die war jetzt gerade unruhig. Ich kann doch hier alles, ne? Alle herstellen 19. Oh. Jetzt stelle ich aber viel her. Hoffentlich kann ich da noch laufen. Ich glaube, ich bin gerade völlig überladen. Aber die Fackel machen wir noch an, damit es wärmer wird. Es ist doch zu kalt. Ich
Jamies Lieblingsmap. Also ich habe mal, okay, ich hab mich auch damit beschäftigt, indem ich mal ein bisschen einfach die verschiedenen Maps mir mal angeguckt habe. Ich habe einfach gedacht, also die Island, wir fangen einfach mit der an, spielen die und dann mal sehen, was einfach draus wird. Ja, mit der Zeit werde ich leichter. Aber der produziert noch. Ich produziere gerade jede Menge Wände. Irgendwas über 30 Stück. Ich habe ein bisschen viel gesammelt. Gleich bin ich wieder beim Haus. So, ich bin wieder da. Sollte man die Wände auch platzieren, bringt das auch noch Erfahrungspunkte? Oder reicht einfach nur herstellen und noch wegschmeißen? Mir ist kalt, ich brauche eine Fackel. So, und jetzt H drück. Ich bin überladen. Jetzt bin ich völlig überladen. Aber sowas von... Ich schmeiße ein bisschen was raus. Hier, diese zum Beispiel. Ich habe ein paar Steine hier neben den Futtertrog geschmissen. Nur herstellen, okay. Also kann ich die ganzen Wände auch einfacher... Ich könnte sie jetzt natürlich in eine Kiste legen, aber... Ich glaube, die schmeiße ich jetzt einfach weg. Die dauern nicht so lange, die sind auch schnell wieder hergestellt. Level up. Also vielen Dank für den Hinweis. Es ist schon... Und ich mühe mich die ganze Zeit ab, um was zu ernten, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Dann legen wir die aber wieder hier hoch und dann hauen wir die einfach mal kurz raus. So, hier sind die Tasten. Da liegt ein toter Dodo und ich komme nicht ran, weil du zu weit weg bist. Ich komme wieder in die andere Richtung. Kommst du jetzt ran? Ja, danke. Ja, ich muss den Abstand zwischen uns und Dennis ein bisschen erhöhen, um das nächste Mal spielen. Das war... Ich glaube, jetzt kommst du so automatisch in meine Richtung, ne? Ah, Mist. Bist du zu weit weg? Oh, nee, mich hält dieser blöde... Ja, du bist zu weit weg. Ah, ich wollte eigentlich den Spucke hier fangen. Auf Geschwindigkeit? Bewegungsgeschwindigkeit, bringt das viel? So. Also bisher habe ich so ein bisschen auf Nahkampfschaden zur Verteidigung, halt hauptsächlich auf Gewicht und ein bisschen Gesundheit, um jetzt nicht sofort beim ersten Schlag drauf zu gehen. Bewegungsgeschwindigkeit. Machen wir mal das. Ich bin mal gespannt. Oh, da ist wieder der schöne Mond. Hinter dem Obelisken. So, bist du wieder ein bisschen näher Richtung Haus gekommen, oder? Nein, ich liege hier bei einem kleinen Dilophosaurus, den ich gleich mitbringe. Nö, ich zieh dich jetzt hierher. Warum bist du nur so doof zu mir? Weil ich's kann. So, ich bin jetzt hier auf Stufe 21, hier gibt es die Schere, aber die will ich mit Betäubungspfeil, den nehme ich mir jetzt schon mal. Und die Wandfackel haben wir hier, Metallaxt. Oh, Fallschirm. Ich gehe davon aus, dass es ein Fallschirm ist hier. Oh. Bücherregal. Eine Hyänodon-Kühltasche ist hier. Das ist wahrscheinlich die Tragetasche von denen. Ein Dinosaurier-Tor, Raptor-Sattel. So, spring jemand mit. Achso, Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit auf 150 bringen. Die Hinweise nehme ich gern an. Dann kann ich mich darum ein bisschen kümmern. Kann man den Dilophosaurus eigentlich auch reiten? Den kleinen? Nee, ne? Die sind, glaube ich, zu klein zum Reiten. Ja, ne? Schmelzofen? Ja, jo, okay. Schmelzen mit Pike und Metallwerkzeug. Ach, ich muss Metallwerkzeug leider mit. Und den Rest, den lassen wir erstmal, um dann zu sehen, was wir dann später so machen. Der Dilo ist nur als Packesel geeignet. Okay, komm, mein kleiner Esel. Dann stellen wir uns mal wieder hierher. Ich habe hier ein paar Sachen gemacht. Sind noch ein paar Wände, die schmeiße ich einfach hier raus. Falsche Taste, ich wollte auf O. Ist aber mal rausgeschmissen, brauchen wir jetzt nicht. Ich habe ja noch jede Menge Stein, 58 Stück.
Die legen wir jetzt mal hier rein, um ein bisschen Stein wegzukriegen. Dann schauen wir noch mal kurz, wie es allgemein aussieht im Befinden. Ich nehme mal kurz was zu essen und werde mir erstmal noch was zu trinken aus dem Fluss holen, dem Meer oder was auch immer. Das ist schönes, leckeres Salzwasser. Toll. Werkbank. Dann nehmen wir die auch gleich noch mit. Also wenn ihr mir das so sagt, dann mache ich das. Die hatte ich hier irgendwo gesehen. Werkbank. Da. Und jetzt wäre es natürlich sinnvoll, dass ich die Sachen auch wahrscheinlich baue. Vermute ich mal. Also für die Werkbank 30 Holz, 20 Leder, 5 Metallbarren und 50 Steine. Also die Werkbank kann ich wahrscheinlich erst bauen, wenn ich den Schmelzofen habe. Vermute ich jetzt mal so. Für den Schmelzofen brauche ich 40 Fasern, noch 20 Holz, 65 Leder. Leder. Immer sieht diese Leder. Ich habe noch ein bisschen Leder. Wie viel brauchst du? Jede Menge. Den Schmelzofen brauche ich. Ich habe noch 11 und brauche 65 in Summe. Also 54 Leder brauche ich noch. Ich habe 38, aber ich wollte auch Bolas herstellen. Nee, dann behalt's. Dann müssen wir mal wieder auf Ledersuche gehen. Wir jagen latschendes Leder. Genau. Es geht langsam auf 22 Uhr zu. So fühle ich mich auch. Dann werden wir, denke ich mal, auch so langsam den Stream beenden. Ich glaube, die Lederjagd brauchen wir heute nicht mehr. Ne? Wir gehen jetzt zurück zum Haus. Ich stelle mich ins Haus. Nicht getroffen. Ich stelle mich ins Haus. Jetzt machen wir die Fackel aus. So. Ich stehe jetzt schon mal im Haus. Ich denke mal, du kommst auch gleich rein, ne? Ja, ich komme gleich. Und dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Also geplant ist am Samstag wieder, gegen 19 Uhr. Überall am Strand sind so kleine Steinansammlungen verteilt, die anders aussehen als die normalen Steine. Da bekommt ihr mehr Material raus. Mehr Metall. Es ist eine Leistung, dass da Metall steht und ich Material lese. Sieh mal, was der Kopf mit einem macht, ne? Aber das kann man dann das nächste Mal testen. Also ihr seid alle gern wieder eingeladen, uns auf dem Weg zu unterstützen, zu begleiten und wie auch immer es so weitergeht. Die beiden haben doch nun schon einiges gelernt. Mysteriöserweise gibt es Damen und Herren, die von außen per Text auf diese ganze Situation einwirken können. Erstaunlich, dieses Leben, oder? Wie ist das wohl möglich? Wird das Ganze von einer höheren Macht gesteuert? Sind das einfach nur Spiele zur Belustigung? Wer weiß? Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie es weitergeht. Und was noch so für Ziele umgesetzt werden. Also schaltet dann wieder ein. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.